Den Pool könnte ich hier aber noch rüberziehen. Das wäre vielleicht noch ganz cool. Und das andere überlege ich mir noch mal. Ich glaube, ich habe zu wenig von den Sticks, also von den Zäunen hier. So viel wollte ich ja gar nicht bauen eigentlich. Die 7 da noch. Oh, schon am Ende. Passt. Das sieht irgendwie gar nicht schlecht aus. Oh. Da muss ich neues Holz holen. Ich glaube mal, da rase ich doch schnell irgendwie so in so ein angrenztes Waldgebiet hier. Wo hättest du denn noch Wälder? Zum Roden. Ich glaube, hier bei uns schon in der Nähe gar nicht mehr. Mein Gott, wie viele Zäune ich hier schon in diesem Haus verbaut habe. Da habe ich auch so viel. Nee, das hier kann ich alles nicht abholzen. Das gehört schon zum Gesamtbild. Wo renne ich denn mal schnell hin? Autsch. Oh, ich glaube, da mache ich das doch gleich richtig. Weil hinten mal der Spielerstadt, da gibt es nämlich einen Dschungel. Und da gibt es auch noch genug Holz zu holen. Da flitze ich doch mal schnell rüber und hole mir aber gerade noch eine Schere hier, dass ich da gleich die Lianen mitnehmen kann. Eine Dings mit Effizienz, ey. Total behindert. Ich wollte einfach nochmal gucken, wie das mit den Büchern geht, weil ich habe noch nie was mit verzaubert. Da habe ich einfach mal eine Schere mit Effizienz 5 jetzt drauf. Effizienz 4 drauf. Und darüber, das habe ich... Ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe. Und das würde ich gerne mal ausführen. Ah ja, guck mal. Nimm doch die Abkürzung. Und zwar über diese Bücher kann man wohl Scheren mit Behutsamkeit verzaubern und damit soll man wohl Spinnweben abschneiden können. Ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert. Das würde ich aber gerne mal testen. Ist da noch ein Minecart drin? Gott sei Dank. Das wäre echt mal interessant. Könnte ich mal noch so ein paar Spinnweben hier unten reinklatschen. Obwohl eigentlich mein Tunnel hier, der ist ja so clean. Ist ja schon extra mit Glowstones ausgeleuchtet jetzt. Götzi. Sieht zwar ziemlich steril aus, aber ich finde es irgendwie cool. Das hat so richtig was von so einem U-Bahn-Tunnel. Wohingegen der von Steelbreaker natürlich viel mehr nach so einem Minenschacht aussieht, was natürlich auch geil ist. So, hier geht es jetzt zur besagten Tür, die zurzeit einfach deaktiviert ist und da einfach... Alter. Wir hatten da jetzt... egal. Gut, lassen wir es so, wie es jetzt ist. Was soll's. Aber die muss ich auf jeden Fall noch reparieren. Weiß nicht, wer die kaputt gemacht hat. Weil der Schaltkreis von... Oh, guck mal. Oh, bist du am Schwimmen? Ja, dann... Ei, du Arsch. Kurz vorm Sterben, weißt du? Aber hat noch Zeit, auf mich zu ballern. So ein Sack. Ja, irgendwer hat auf jeden Fall den Schallkreis da kaputt gemacht. Und dann haben die Pistons da nicht mehr die Tür aufgemacht, sondern haben irgendwie die Schienen da verschoben. Und ja, war auf jeden Fall defekt, das ganze Teil. Keine Ahnung, wie das passieren kann. Obwohl, eigentlich gibt es nur eine Lösung, und zwar, wenn man während der Fahrt aussteigt und den zweiten Schalter nicht bedient. Naja. Ich muss das einfach mal reparieren, die Tage. Habe ich aber irgendwie keine Lust, beziehungsweise keine Zeit. Und jetzt möchte ich es auch nicht machen, ehrlich gesagt. Mein Gott, ist das ein langer Weg. Ja, dann kann ich mal kurz noch bei der PvP-Arena vorbeischauen. Ich glaube gar keine online jetzt, oder? Schade. Ich hätte noch irgendwie auf die Fresse geben können. Der ist ganz cool, das glaube ich mit so Command-Blocks hat er das gemacht. Wenn ich das richtig gesehen habe. Kurz in seinem Vorstellungsvideo vom Security Dog. Da kann man so verschiedene Klassen auswählen. Und dann drückt man da so einen Eisenblock und dann ist man dann ausgerüstet. Ach ja, und hier mein Haus muss ich auch noch weiterbauen. Stimmt, das hatte ich auch angefangen. Da habe ich hier versucht, so ein bisschen was anderes mal zu bauen. So mit Holz und diesem Cobblestone. Bin mir aber noch nicht ganz sicher, wie ich das hier weiterführe. Ist erstmal nur so noch so eine Rohfassung. Deswegen ist ein bisschen was hier steht. So, PvP-Arena ist, glaube ich, irgendwo hier. Gibt es doch einen Weg. Genau. Ich weiß gar nicht, ob man da so dahin kommt. Ich glaube schon. Das muss aber auch noch ein bisschen schön gemacht werden hier.
Einfach hier so ein Tunnel durchgekloppt. Ah ja, genau. Und hier geht's dann nur für die Kämpfer. Da ist so der Eingang dazu. Und hier geht's dann zur Arena rein. Sieht auf jeden Fall cool aus. Hat auch ein geiles Bild. Oh, guck mal, was ist das denn? Wer bist du denn? Oh, guck mal, der gibt mir Glas. Geil. Hä? Wie cool ist das denn? Das habe ich noch nie gesehen. Das sind ganz andere Texturen. Ich habe noch nie zwei Werkbänke nebeneinander gebaut. Das sieht ja cool aus bei mir. Müssen wir mal merken. Ah, und hier wieder diese blöden Fehler, ey. Blöden Shader. Also von dem coolen Shader, aber diese blöden Fehler. So, und das ist die Arena. Ich finde noch ein paar Fallen wäre noch cool gewesen irgendwie, die man da auslösen könnte. Hier kann man auf jeden Fall zugucken, so als Zuschauer. Komm, ich kann dann darüber jumpen. Oh nein, das war keine gute Idee. Oh shit. Ah, ich dachte, da wäre kein Tor. Komm, wir hauen das weg da. Scheißegal. Kann ich bestimmt nicht zerstören, wette? Wusste ich's doch. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Jetzt muss ich mich porten. Na, wie ätzend. Aber weißt du was, komm. Musst du dann einfassen. Ich glaube, hier. Ah, cool. Kann nicht mehr bauen. Alles klar. Sport mich mal schnell. Schau, wieder zu Hause. Nochmal schnell fahren. Mein Gott, wie dumm. Den ganzen Weg nochmal. Naja, so weit ist er nicht. So, ey. Ach, mit dem Shader und den Schaltern, das ist irgendwie nicht so gut. Muss echt mal gucken, ob ich mir da vielleicht eine neue Grafikkarte zulege. Wenn die nicht so teuer ist. Aber ich weiß nicht, ob es das für mein System dann einfach noch bringt. Weil da müsste ich halt wahrscheinlich das Mainboard tauschen und CPU natürlich dann tauschen. Wie das immer so ist. Das ist halt dann noch ein bisschen viel auf einmal, weil ich will dann natürlich auch wieder richtig geiles Zeug haben. Weil ich habe keinen Bock, irgendwie alle 2 Jahre irgendwas zu machen. Ich habe auch keine Lust, mich da groß mit zu beschäftigen, mit der Technik und was weiß ich. Ich will dann einfach in dem Moment, was es gibt, so das mit das Geilste haben. Aber auch zum vernünftigen Preis, also nicht mehr so exorbitant teuer. Aber halt schon so, dass es für mich reicht, dass es geil ist und dass es so die nächsten Jahre überdauert. Und dass ich da wieder alles vernünftig spielen kann, vor allem. Der ist immer noch am Schwimmen geil. Ah, harter Typ, harter Typ. Ah, ein schöner Sternenhimmel hier. Komisch ist, ich habe mir noch so ein, wie heißt es, so ein Atmosphären-Soundpack geladen, das richtig cool ist. Aber es hat dann so Waldgeräusche und keine Ahnung. Aber das geht mit dem Shader nicht in Verbindung. Finde ich ein bisschen seltsam. Das heißt, jedes Mal, wenn ich den Shader aktiviere, dann gehen die Geräusche nicht mehr. Sehr schade. Weil es hat doch schon, weiß auch nicht, es bringt schon ein bisschen mehr Atmosphäre rein, muss man sagen. Boah, irgendwie ist das Lorenfahren gerade voll laut. Da kommt mir das nur so vor. Wie die Wolken daherziehen. So, dann muss man gucken, ob ich jetzt gleich da. Ja, hier, guck mal, da sind noch Bäume. Die kann man noch mal fällen. Da und da. Die braucht eh kein Mensch. Hockt der da gerade in der Ecke oder was? Der kriegt das auf die Fresse. Ach, hier ist der Weg. Ah, okay. Alles klar. Die U-Bahn soll allerdings da hinten hin. Sonst muss man die halt verlegen. Wäre vielleicht sinniger. Könnte man eine Station machen. Ah, hier wäre es hier. Ah, Chigo. Alle bauen hier so mit Holz und Stein und keine Ahnung. Oh, wer ist der denn? Das habe ich auch noch nicht gesehen. My Place. Okay, kenne ich gar nicht.
Sieht auch ganz cool aus. So, wie komme ich denn zum Dschungel jetzt? Da, sehr gut. Ja, das kleine Anwesen vom Security Dog. So, jetzt holen wir erst ein paar Liaden hier, wenn ich schon da bin. Schnipp. Wie viel brauche ich denn davon? Eigentlich nicht so viel, glaube ich. Ah, das reicht schon. Das lange schon. Welche Wälder holt sich denn hier ab? Da ich glaube, so nah an der Stadt ist es nicht so gut. Aber da ist so dieses Tropenholz. Was haben wir hier denn? Ah, das ist gut. Der ist doch gut. Oh. Krass. Haben wir da eine Höhle unter der Stadt? Oh. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Da muss ich mal reingehen. Das ist Dschungel. Will ich nicht. Was hat es denn hier nur? Oh, guck mal. Die nehme ich noch schnell mit. Die habe ich letztes Mal wie bekloppt gesucht, diese scheiß roten Blumen. Für meinen Teppich. Oh, apropos Teppich. Ich bin mal gespannt, wann das 1.6 Update kommt. Wo dann die Pferde und Teppiche und alles kommen. Das wird bestimmt cool. Ah, Dreckspinne, ey. Was ist da schon wieder passiert? Fliegende Bäume. Oh ja, weil eine Festung wollte ich auch noch bauen. Oh Mann. Ich habe noch so viel vor. Oh, das sieht aber hier. Hier hat doch jemand geackert. So wie das aussieht. Das wäre auch cool hier. So eine geile Lagune. Oh. Keine Bäume. Gibt's da? Das ist wieder Stadt, glaube ich. Ja, hier, den nehme ich aber mit. Den sieht eh keiner von da. Genauso wie den. Oder den. Und da muss ich mir die Höhle anschauen, unbedingt. Darf ich nicht vergessen. So, pflanzen wir noch ein paar Setzlinge. Dann fällt das auch gar nicht auf. So, da noch ein. Wie viele Sticks brauche ich denn überhaupt noch? Ja, das reicht, glaube ich, schon fast. Oh. Bisschen wäre jetzt zwar cool. Aber vielleicht sind unten im Keller ja schon ein paar Bäume auch gewachsen. Kann ich die auch wieder abholzen einfach. Ach komm, den fetten, dann nehme ich noch mit. Krass. Da geht's aber richtig tief. War da schon jemand? Ich bin gerade echt in Versuchung, da mal reinzumarschieren. War schon lange nicht mehr in der Höhle. So, erstmal satt essen. Was habe ich denn alles dabei? Weißt du was? Da machen wir das doch ganz einfach. So. Ne, ich brauche zwei. Oder? Ne, eine reicht. Eine lange Tier. Packe ich doch mal alles rein, was ich hier so eingesammelt habe. Jetzt meine Pfeile da reingepackt. Ne, die brauche ich. So, hier kommen wir mal schnell hin. Dann gehe ich doch mal da rein. Das lockt mich jetzt irgendwie zu sehr hier.
Da habe ich denn für eine Spitzhacke dabei? Unbreaking. Okay, das sollte eigentlich gehen. Schon Kohle hier mitnehmen. Kann ich auch mal wieder gebrauchen, habe ich schon lange nicht gesammelt. Oh, Eisen, geil. Eisen braucht man hier schon recht viel mittlerweile, da wir alles mit Schienen irgendwie verbinden. Da ist ja schon nicht verkehrt, das immer mitzunehmen. Gibt natürlich auch alles Erfahrungspunkte. Boah, wie krass. Ah, hier geht's noch runter. Kohle. So viel Kohle. Die Skins habe ich hier, also die Texturen von den Erzen habe ich jetzt aus dem anderen Skinpack genommen. Weil die mich irgendwie so gar nicht angebockt haben. Passen jetzt zwar optisch nicht ganz so rein, aber ich finde es auf jeden Fall besser als diese anderen komischen, die da in dem, ich weiß gar nicht, aus welchem Pack das war. Aber auf jeden Fall sehen sie besser aus, finde ich. Nee, ach nee, das war es schon, oder was? Oh, jetzt bin ich aber enttäuscht. Ja, es wird hier so eine Mega-Höhle versprochen. Dann ist es einfach nur so ein, ja. So ein Schlag ins Gesicht. Was ist da noch? Aha. Hier habe ich die Kohle abgebaut. Ja, toll. Und dafür brauche ich jetzt extra eine Kiste oder was? Nee. Dann gehe ich aber da mal von der anderen Seite rein, was ich da vorhin gesehen habe. Wenn ich das schon mache. Das sieht auch so aus, wenn hier schon mal jemand war. Das sieht viel zu gerade aus, da was so reingekloppt wurde. Was hier noch? Okay. Das interessiert nicht. So, wo war das denn da hinten irgendwo? Ja. Dieser Aufprall-Sound immer. So Klatsch. Ah, wieder Tag. Schön. Tagsüber sieht der Shader einfach unschlagbar gut aus. Vor allem mit dem Wasser dann so. Schon sehr geil. Schon sehr geil. Sollte eigentlich Standard sein. So, wo war denn jetzt? Ich glaube hier, oder? Jawohl, ja. Wuchern schon die Lianen rein in die Höhle. Hauptsache hier ist ein bisschen mehr. Kohle, Kohle, Kohle. Oh, und die Hölle müsste ich auch mal wieder. Einfach mal wieder so ein bisschen. Oh. So ein bisschen Netherquarz mitnehmen. Boah, diese blöden Fehler da, ey. Schon ätzend. Was, da geht schon wieder raus, oder was? Ach, nö. Nö. Komm jetzt. Zeig mir die tiefen Höhlen hier. Ne, hoch will ich nicht. Ich will weiter runter. Ich brauche die erstmal wieder. Ich habe nicht mehr so viele. Meine Rüstung ist noch gut voll, aber die kann man nie genug haben. So, das machen wir erstmal weg hier. Die Wasserrutsche da. Ah, guck mal, Eisen ohne Ende. Wo bin ich denn? Höhe 36. Noch ein bisschen hoch für die erst. Oh, geil. Oh, fett, das ist ein Dungeon. Also eine Mine. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Da gibt es da eine Menge zu holen, auf jeden Fall. Eigentlich. Ganze Kohle hier. Alles mitnehmen. Komisch auch, dass die XP bei mir nicht die ganze Zeit angezeigt werden. Bisschen seltsam.